Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tomb Raider. Und in Richtung der Ritualkammer. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was uns da erwartet. Aber mal erstmal aufkriegen. Okay. Wow. Hilfe, wie sieht das denn hier aus? Okay, was muss man da jetzt machen? Okay, ich denke mal erstmal auf der anderen Seite das aufmachen. Dass hier kein Gegner oder so kommt, das sieht so prädestiniert aus für so einen Gegnerraum. Oh, da ist noch eine Kiste. Ich kenne ähnliche Artefakte aus Ban Chang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Okay. Waren da gerade Motten drin? Nun gut. Da mal raus damit. Lass mich raten. Warum sind da wohl Seile dran? Ja, das war recht klar. Ich muss irgendwie darauf kommen. Ich weiß. Jetzt das hier zumachen. Nein. Zu. Und dann das andere ablassen. Das ist hier eine sauwiderliche Kammer, muss ich mal ganz klar nochmal anmerken. Okay, aber dennoch, wie komme ich da jetzt nach oben? Moment, da oben war noch eine... Moment, hab ich übersehen? Ja, das habe ich. Es musste getan werden. Lara ließ mir keine Wahl. Hätte ich geglaubt, sie würde mitspielen, hätte ich sie eingeweiht. Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte. Sie ist nicht skrupellos genug. Und diese Entdeckung muss mir gehören. Ich habe die Grenze überschritten. Mein guter Ruf wäre dahin. Also gut, es tut mir leid, aber sie darf die Insel nicht verlassen. Die anderen auch nicht. Und was immer mit Sam passiert, macht die ganze Geschichte noch sensationeller. Mit Matthias oder seinen Solari kann man nicht reden, also muss ich mich nach Abschluss des Rituals schnellstmöglich absetzen. Ich bin der perfekte, einzige Überlebende und kehre dann mit den Behörden zurück, mit Kameras und einer angemessen überzeugenden Trauer. So ein Arschloch. Er hat das so was von verdient. Okay, gehen wir mal hier nach oben noch. Oh, was haben wir denn da noch? Aber das hilft uns auch nicht weiter. Wie? Moment, kann ich das vielleicht schwingen lassen? Nein, das sollte nicht so passieren. Lass doch einfach mal... Loslassen! So. Wenn ich jetzt von hier aus das ziehe... Okay.
Kann ich das nicht einfach hier so rüberziehen? Oh, man kann sich direkt daran festhalten. Ja. Okay, so geht es aber nicht. Okay, okay. Ich glaube, ich weiß. Nein. Ich kann das hier nicht zum Schwingen bringen. Hoch bekomme ich das auch nicht von hier. Das ist eine gute Frage gerade. Also so wäre das auf jeden Fall schon mal nichts. Das so schwingen lasse? Da komme ich ja gar nicht ran. Moment, kann ich das jetzt vielleicht überhaupt nicht mehr aufmachen, weil das so verbogen ist? Okay. Ich glaube fast, dass ich da so durch muss irgendwie. Weil es macht keinen Sinn. Ich komme da einfach nicht hoch. Wenn man hier noch jemanden hätte, der einem helfen würde. Moment. Nee, da oben kann man sich nicht festhalten, okay. Man kann das eine immer noch hoch und runter ziehen. Hat das echt irgendwas zu bedeuten vielleicht? Oder kann ich das vielleicht nur ein Teil? Ich müsste die Öffnung wahrscheinlich von der Oberseite des Käfigs erreichen können. Aber das habe ich doch gerade probiert, oder? Habe ich das echt nicht gut genug probiert? Okay, den Sprung schaffe ich. Ja, das stimmt schon, aber... Aber nicht, dass das eigentlich so gewollt ist. Okay, den Sprung schaffe ich. Das ist
irgendwie... Den Sprung schaffst du eben nicht, Lara. Das ist echt strange. Weil den Sprung schaffst du eben genau nicht. Sogar überhaupt nicht. Und wie kommt man da hoch, wenn man auf die... Aber warum hätte ich das dann da unten einbiegen sollen? Boah. Muss man das vielleicht doch nochmal ein bisschen schwingen von oben? Kommt man vielleicht doch drauf? Wie soll man denn da drauf kommen? Vielleicht eine Etage höher? Ich probiere es doch nochmal, dass man vielleicht ein bisschen Schwung holt. Kommt halt leider nicht dran. Moment. Kann man vielleicht... Ich habe das Gefühl, ich würde das von da oben schaffen. Also ich, wenn das zurückschwingt, vielleicht drauf springe. Ich glaube, das müsste gehen. Das ist zu hoch. Ja, aber du schaffst es anders nicht, Lara. Einmal probiere ich das jetzt noch so. Es ist mir auch klar, dass das eigentlich zu hoch ist. Und... Es muss... Das... Keine Ahnung, es kann eigentlich nur so gehen. Das kann doch nicht sein. Ich verstehe nicht, wie ich da durchkommen soll. Ich kann das nicht nach vorne schieben. Ich kann es nur an diesem Teil ziehen. Das ist ja das Verwirrendste.
Ich kann das doch nur dann so schaffen. Du müsstest die Öffnung wahrscheinlich von der Oberseite des Kirchens erreichen können. Nein, sag bloß. Ich hoffe, wenn ich das so mache, muss ich es aber auch beim ersten Mal schaffen. Aber wenn das jetzt ankommt, direkt... Ah, das schaffe ich nicht direkt. Ich kann nicht direkt losspringen. Meine Güte. Sie klettert dadurch dafür eigentlich zu langsam. Der Sprung, der ist nicht machbar. Ich verstehe es gerade überhaupt nicht. Ich bin irgendwie... Keine Ahnung. Was zum Teufel übersehe ich hier? Die Sache ist, warum kann ich dieses Teil hier noch nach oben machen? Ich bin ernsthaft gerade am Verzweifeln. Jetzt bin ich in der ganzen Folge einen Meter weit gekommen. Kann ich auch einfach ohne dieses Band anziehen? Ach, das geht jetzt auch gar nicht mehr ohne. Ich, keine Ahnung. Ich glaube, ich probiere das jetzt echt nochmal ein bisschen rum. Und dann mal schauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also dann, oder vielleicht sehen wir uns dann auch gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe noch ein bisschen rumprobiert und es wäre so einfach, wenn ich... Naja, okay, lassen wir das. Ja. Einfach so, wie ich es schon hatte, nur einfach eine Etage tiefer. Ja. Okay, den Sprung schaffe ich. Ja, okay. So einfach wäre das Ganze gewesen. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du! Himiko! Erste und letzte! Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Okay. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Okay, also hat sie sich anscheinend dann doch selber geopfert. Mal schauen, dann sehen wir hier noch irgendwo was.
was haben wir da hinten? Anscheinend muss ich erst da nach hinten. Dass hier auch überhaupt keine der Wachen mehr ist? Aber solche Kisten. Irgendwie bin ich mir nicht sicher, dass hier nicht gleich was kommt. Viel zu ruhig, dieser Gang. Oh, das ist also das letzte Lager. Eine Satsuma-Porzellanvase. Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. Okay. Nun dann. Auf zum letzten Gefecht. Wir können nicht mehr wirklich was skillen. Nun gut. Dann auf.